Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir unter Kunden und an Dracheninseln finden. Und dort habe ich mir den Erfolg rausgesucht, uralte Steine von Tadrassos. Und dafür müssen wir ein paar Steinchen anklicken. Das sind jetzt diesmal ein paar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück sind es insgesamt. Die befinden sich alle hier einmal in der Zone Tadrassos. Und den ersten habe ich hier schon einmal in Waldracken. Und zwar sind wir in Waldracken hier auf den Koordinaten 56, 81. Oder wenn ihr die Map hier von Tadrassos nehmen wollt, dann ist das hier auf 40, 64, ne? Und dort haben wir hinter mir den Stein Waldracken. Passt auch, wie die Hauptstadt heißt das. Das können wir einmal anklicken. Und dann müssten wir, genau, hier haben wir so einen Text, den können wir uns einmal komplett durchlesen. Und dazu ist dann auch schon mal das erste einmal abgehakt. Ich zeige es mal kurz auf der Map, also hier unten, ne, in der Hauptstadt. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar haben wir hier den Stein Mächtige Enten. Und dort sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 42, 70. Gucken wir den mal an. Die Steinchen immer ein bisschen zieren, bevor der Dialog hier aufgeht. Okay, da haben wir das. Und ja, jetzt haben wir dann einmal 2 von 7. Dann sind wir beim nächsten Spot. Und zwar haben wir hier den Stein Eine Nachricht zur rechten Zeit. Und den haben wir hier unten auf den Koordinaten 59, 84. Und ja, ich würde sagen, das klicken wir auch mal an. Und damit haben wir jetzt 3 von 7. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar habe ich jetzt hier den Stein Gemeinsam gebunden. Und den haben wir jetzt hier ein bisschen unter Türhold auf den Koordinaten 58, 67. Und das klicken wir jetzt auch einmal an. Hier ein bisschen kürzerer Text. Und damit sind wir jetzt bei 4 von 7. Das nächste Teil, was wir jetzt haben, heißt einmal Segen des Hüters. Und das ist jetzt hier in Türhold, hier auf den Koordinaten 58, 57. Das klicken wir auch mal an. Ich gehe jetzt auch mal ein Stückchen raus, dass ihr seht, also das ist hier in der unteren Ebene, ne? Also da oben ist dieses Konstrukt und hier in dieser unteren Ebene, hinten in der Ecke liegt es einmal drin. Und jetzt haben wir 5 von 7. Dann sind wir jetzt an so einem kleinen, naja, Teich, würde ich jetzt mal sagen, dran. Und dort haben wir die Wächterschwingen. Und das ist hier auf den Koordinaten 52, 38. Einmal anklicken. Und jetzt müsste nur noch eins fehlen. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar haben wir jetzt hier Notiz des Verwalters, was noch fehlt. Das ist einmal hinter mir. Und dort sind wir hier ganz oben auf den Koordinaten 62, 15. Das klicken wir einmal an. Und tada, gibt es dann einmal 2 Achievements, und zwar zum einen das, was wir jetzt gerade gemacht haben, und noch das Meta-Achievement, wenn wir aus den 4 normalen Dracheninselzonen quasi die Steine geholt haben, dann gibt es auch noch ein Meta-Achievement. Zu den anderen hatte ich alles schon Videos aufgenommen zu, also wenn ihr da die auch noch braucht, könnt ihr da selbstverständlich gerne in die Playlist von Patch 10.1 reinschauen, da müssten die alle mit drin sein. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.